Grüße euch zum 22. Dezember 2016. Beginnen wir mit den positiven Affirmationen der Krafttierkarte. Ich dachte, ja, hier zum Steinbock passt ja auch cool, ganz gut die kleinen Steinchen hier. Ach ja. Ja, ich wusste auch nicht, dass ich mich ja entschuldigen muss, wenn ich lache und ja, weinen möchte ich jetzt eigentlich auch nicht. Ein Computer bin ich auch nicht. Und ja, die positiven Affirmationen der Krafttierkarten, der Wochenorakel. Ich reinige und kläre mich und meine Umgebung von den Resten meiner emotionalen und spirituellen Entwicklung. Ich ziehe nun wieder Leichtigkeit und Klarheit an. Ich reinige und kläre mein körperliches, mein seelisches und mein feinstoffliches Zuhause, damit klare Energien zu mir kommen können. Gerade im Alleinsein entwickle ich mich jetzt weiter. Okay, unsere Krafttier und Krafttier nee, die Tageskarte für heute habe ich aus dem Bambusorakel gewählt. Und das ist hier Fong. Ich zeige euch mal, wie es geschrieben wird. Beneide einen anderen nicht wegen seiner Vorzüge. Verbirg vor einem anderen nicht deine Nachteile. So könnt ihr beide zusammenwachsen. Das Offenbaren der eigenen Fehler zeugt von Stärke. Das Anerkennen von Schwäche ebenso. Wenn zwei Menschen voneinander ihr Innerstes enthüllen, dann wird aus ihrer Begegnung Positives entstehen. Achten Sie also darauf, nur Menschen zu treffen, zu denen Sie voller Vertrauen ehrlich sein können. Sie erkennen solche Menschen daran, dass sie mit ihren Vorzügen prahlen. Kommen wir zu der ersten Lennemond-Karte. Da haben wir den Fuchs. Hier, der Fuchs spricht klug, hüte dich vor Trug. Trau jeden nicht, der dir freundlich spricht. Eventuell auch eine blonde Frau, ein bisschen rothaarig oder, ja. Kastanienbraun. So auch den eigenen Instinkt zu vertrauen. Ja? Hier von Iris Treppner schreibt Sinnspruch. Verständnis ist wertvoller als ein großes Wissen. Stichworte Intellekt, also auch sehr hohe Intelligenz. Im positiven Sinne, wenn man jetzt auch hochintelligent ist,
oder aber auch der Hinterhalt. Die Tagestendenz: Intrige, Verrat, Betrug. Im negativen Fall könnte ein Hinterhalt auf Sie warten. Im positiven Fall wird ein genialer Plan aufgehen. Wo ich jetzt eigentlich auch sehr dazu tendiere, muss ich gestehen. Ich weiß ja schon, was die nächste Karte ist. Hier die Öffentlichkeit, Bank, Internet, ja. Hier der Gartenplan zeigt Gesellschaft an. Du wirst munter sein, das trifft sicher ein. Ja, jo, gut, ach, Krankenhaus, aber das, also auf jeden Fall würde ich sagen, hier öffentliches Gebäude. Wenn du hier noch die letzten Weihnachtsgeschenke einkaufst, ja, oder Tannenbaum, schau dir den Baum dann genau an, ob er dir auch so gefällt, wie er da steht. Und ja, dass du hier nicht auch auf einen Scharlatan reinfällst, der hier seine letzten Stücke mitunter noch verkaufen möchte. Vielleicht hat er noch etwas unterm Ladentisch. Keiner 3 Stunden später hat er dasselbe Produkt wieder auf dem Tisch liegen. Und ja, sei da ein bisschen vorsichtig, was die Finanzen betreffen. Vielleicht, es kann aber genauso gut sein, dass du hier ein super Schnäppchen machen wirst, ne? Dann kann man auch die Steine so ein bisschen draufschieben. Das ist auch. Ein Instinkt ein bisschen mehr wecken, ne? Ja, der Park. Sinnspruch: Handlungsfreiheit entsteht aus Lebenserfahrung. Stichwort Öffentlichkeit. Steht aber mitunter auch für Internet, ja, dass man hier wie zum Beispiel Facebook oder Twitter mit jemandem kommuniziert und der schmeichelt einem, was ja auch zu dieser Jahreszeit sehr angenehm ist, aber man sollte es hier nicht für bare Münze nehmen. Ja. Handlungsfreiheit entsteht aus Lebenserfahrung. Stichwort Öffentlichkeit. Tagestendenz: Sie werden ausgehen und sich in Gesellschaft bewegen. In die Disco, ins Konzert, ins Kino oder Restaurant. Vielleicht auch zu einem Sportevent. Vielleicht gehen Sie auch nur zu einem Nachbarn, um einen Geburtstag oder eine Einweihungsparty zu feiern. Ja, also vielleicht auch der letzte vorweihnachtliche Betriebsfeier. Die letzten Feiern oder Bekannten, wo man sich hier so ein bisschen zusammentut und ja, es ist jetzt die Fußballpause, Winterpause hat angefangen und man trifft sich nochmal mit Kollegen. Na, was hast du? Jetzt hast du was gefunden und na, jetzt sehen wir uns dann mal zumindest eine Woche nicht oder so. Okay. Kommen wir zum Engel. Die Engelenergie. Oh, super. Jetzt musste ich gerade feststellen, ich habe euch auch die Amos-Botschaft von gestern vorenthalten. Ne? Das war, sollte ja nicht sein. Okay, liegt da vielleicht ein bisschen unpassend. Auf jeden Fall hier der Seelenpartner. Ja? Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube daran. Und
Die Amos Botschaft für heute: Freiheit. Nichts kann dich aufhalten. Die Tage werden hier auch wieder länger. Also du scheinst hier noch in Freiheit zu sein. Das kannst du noch genießen, auch hier mal noch mal rauszugehen, auf die letzte Chance auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und ja, einen Glühwein zu trinken, je nachdem. Ach ja. Vielleicht findet ihr euch hier zusammen. Ach, der Engel. Der Engel sagt: Vertrauen. Deine Seele bewegt dich vom Jetzt zum Jetzt. Es kann dir nichts geschehen. Okay, das ist doch positiv. Und die fragt dich: Glücklichkarte, warum genieße ich die Gegenwart des Göttlichen, das in mir und in allem existiert? Die Verbindung mit der Quelle allen Seins ist eine großartige Kraftquelle für dein Leben. Okay, in diesem Sinne möchte ich euch in den 22. Dezember entlassen und wünsche euch einen wunderschönen Tag.